Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbricht. Noch 22 Tage bis Ostern. Ich freue mich darüber, dass du noch dabei bist nach all den Tagen oder vielleicht, dass du neu auf diesen Oster-Countdown gestoßen bist. Herzlich willkommen. Leider stimmt das nicht so ganz mit den 40 Tagen und 40 Menschen, denn zum Beispiel heute schauen wir nicht nur auf eine Person, sondern auf ein Ehepaar, Priscilla und Aquila, erwähnt im Neuen Testament. Priscilla wird da als Geschäftsfrau, Gemeindeleiterin und Lehrerin dargestellt. Es war ein Ehepaar Juden, die in Rom gelebt haben. Im Jahr 49 nach Christus hat Kaiser Claudius die Juden aus Rom verbannt. Als Vorwand, als Sündenbock für Unruhen, die dort gewesen sind. Und so zu diesem Personenkreis gehörten auch dieses Ehepaar und sie sind danach nach Korinth gezogen. Sie haben das gleiche Handwerk ausgeübt wie Paulus, das Zeltmacherhandwerk. Und das war vielleicht der Einstieg für Gespräche, diese Zusammenarbeit. Sie ist aber nicht auf dieser beruflichen Ebene allein geblieben, sondern durch Paulus sind die beiden zu einem ganz lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. So lebendig, dass sie bereit waren, für in diesem Dienst sich auf neue Dinge einzulassen, aufzubrechen, mit Paulus sich auf den Weg zu machen. Und so sind sie gemeinsam mit ihm nach Ephesus gereist. Und das war für die beiden durchaus eine herausfordernde Sache, weil Paulus hatte nicht vor, lange in Ephesus zu bleiben. Das heißt, er hat den Dienst dann in ihre Hände gelegt. Sie kamen später in Ephesus, haben sie einen Mann kennengelernt, Apollos. Der war ein gläubiger Jude und wusste Bescheid über die Taufe des Johannes und auch über Jesus und hat in der Synagoge mit Kraft, mit Eifer, wortgewaltig gelehrt. Nur so ganz wusste er nichts damit anzufangen mit der Taufe im Heiligen Geist. Das kam nicht vor, nur die Taufe der Buße, der Umkehr der Sünden. Und so nahm dieses Ehepaar, diesen Apollos beiseite und lehrten ihn in ihrem Haus. Später entwickelt sich daraus dann in Korinth eine Gemeinde, in der die Vielfalt der Geistesgaben praktiziert worden ist, auch wenn es an anderer Stelle ziemlich viel Unordnung gab, aber immerhin, diese Gaben des Geistes standen in Korinth durchaus im Mittelpunkt. Später wurde im Römischen Reich dieses Claudius-Edikt wieder aufgehoben und die beiden ziehen wieder zurück nach Rom. Das wissen wir, weil den Brief, den der Paulus an die Römer schreibt, da werden sie am Ende in einem Gruß nicht nur erwähnt, sondern wertgeschätzt. Ich lese vor aus Römer Kapitel 16, Vers 3. Grüßt Priscilla und Aquila, die mit mir zusammen Jesus Christus dienen. Sie haben ihr Leben für mich gewagt. Und ich bin nicht der Einzige, der ihnen zu Dank verpflichtet ist. Auch die nichtjüdischen Gemeinden verdanken ihnen viel. Da gab es eine uns nicht bekannte brenzlige Situation, wo sie sich mit allem, was sie haben, für das Evangelium, für Paulus eingesetzt haben. Sie als Ehepaar haben lange treu gedient in der Gemeinde. Und zwar durchaus unkonventionell, denn es ist schon etwas Besonderes in der damaligen Zeit, dass es heißt, dass dieses Zeltmacher-Handwerksgeschäft von beiden gleichermaßen geleitet worden ist. Das war nicht üblich. Das war eigentlich Männersache. Es ist außerdem nicht üblich gewesen, dass eine Frau eine religiöse Gemeinschaft geleitet hat. Etwas Besonderes. Also, sie haben Sachen mit Jesus erlebt und waren treu im Dienst der Gemeinde tätig. Und so habe ich heute als Herausforderung an dich, denk doch mal
an das Ehepaar in deiner Gemeinde nach, was du im Blick hast, die schon lange treu in der Gemeinde dienen, und danke Jesus dafür, für das Gute, was sie tun. Und vielleicht schickst du ihnen einen kleinen Blumengruß mit wenigen Worten, die die Dankbarkeit ausdrücken. Das wäre fantastisch. Die zweite Herausforderung: bete, dass sich weitere Ehepaare finden, die so wie Aquila und Priscilla ihre Haustüren geöffnet haben, um gemeinsam Gott zu loben, anzubeten und über sein Wort nachzudenken, seine Liebe zu erfahren. Und zu guter Letzt, lies Apostelgeschichte Kapitel 18 und nimm dir 15 Minuten Zeit in der Gegenwart deines Herrn. Sei gesegnet.